Hallo, meine lieben Zuschauer, zur Folge Nummer 198. Heute an diesem Dienstag müsste es sein. Und direkt zu Beginn der Hinweis: Morgen um 19 Uhr wird dann Folge Nummer 200 live aufgenommen auf Twitch. Und in der Videobeschreibung ist der Direktlink oder einfach twitch.tv/dento und einfach nach Dento suchen, so wie ich hier auf YouTube heiße. Dann findet ihr mich. Ich würde mich freuen, wenn wieder ähnlich viele Zuschauer sein werden wie bei Folge Nummer 100. Da waren es ja teilweise bis zu 15 von euch, also wäre sehr toll, würde ich mich auch freuen. So, kommen wir zum Tagesaktuellen. Heute das Rückspiel gegen Juventus Turin und danach wahrscheinlich auch noch die Partie gegen Bayern 04 Leverkusen. Natürlich wird die allerbeste Mannschaft auflaufen, die wir Stand jetzt haben und die auch spielen kann. So. Genau, dann kommt noch Bruno für Sergio. Nach der letzten Partie, die wir leider verloren haben, klar und deutlich auf Schalke, müssen wir heute auf jeden Fall eine bessere Leistung zeigen. Aber da wir vor allen Dingen ein Heimspiel haben, sollte es doch klappen. Da läuft es ja immer sehr gut für uns. So. Zeigen wir der Welt, etwas schaffen. Einen kleinen Ausrutscher kann es ja immer mal geben. Das wird ja nicht die bisherige Saison von uns zunichte machen. Nächste Gelegenheit für uns. Sandro Tonali in die Mitte. Garage mit viel Platz, aber der Schuss wird leider abgeblockt. Jetzt die Turiner durch mit Bruno, aber kein Problem für Militao. So, die Turiner müssen also mindestens 2 Tore schießen und dürfen auch keins kassieren. Seien wir mal ehrlich, das sollte schwer machbar sein für die Italiener. Wenn wir auch noch halbwegs unsere Leistung zeigen können, dann sollte es heute auf jeden Fall klappen. Dann Nino über rechts in die Mitte auf Golovin. Hier wird nicht gefunden. Dafür ein Konter von uns? Nee. Okay. Den zweiten Ball kriegt Turin. Kun Agüero. Mit einer ersten Gelegenheit. Der dürfte auch nicht mehr der allerjüngste sein, der Argentinier. Sané treibt den Ball nach vorne. Vielleicht doch noch was für uns. Sagre und dann in die Mitte hoffentlich. Ne, Sancho. Jadon Sancho mit dem 1-0 nach 25 Minuten. So will man das sehen. Also braucht Juve jetzt 3 Treffer. Die Mirage, fast mit dem 2-0, aber Stürmse im Tor. Der Turiner Harin, polnischer Nationalkeeper. Ich glaube 92 in der Spiel, wie ich gerade gesehen habe, also schon ein erfahrener Mann. Ah, Sancho, in der nächsten Gelegenheit. Man kann schon sagen, in dieser Saison hat er auf jeden Fall den Durchbruch geschafft. Endlich. Wurde aber auch mal Zeit. Jetzt mit dem Druck von Ansu Fati im Rücken, scheint ihm gut zu tun. Ich werde ihn, glaube ich, auch gleich direkt reintun, den guten Ansu, damit er eine ganze Halbzeit Spielpraxis sammeln kann. In einer Partie, die auf jeden Fall mal so richtig zu unseren Gunsten läuft. Nochmal eine Gelegenheit für Leroy. Und jetzt kommt der gute Ansu für Jadon und Sergio Gomez für noch niemanden. Ich denke mal, gleich kommt Gomez für Tonali. Ich wollte eigentlich für Bruno reintun, aber der hat noch so viel Kondition. Dann kann ich zumindest Sandro für die nächste Partie gegen Leverkusen schonen. Wird ja auch nicht allzu einfach, ne? Die Werkself. Immer ein starker Gegner.
wo Thomas Lehmann setzt es gut durch, Kun Agüero kriegt nicht genug Druck getan bei. Der gute Sergio. Oh, sehr schön gespielt. Ach, fast. Der Treffer von unserem gerade eingewechselten Spanier. Hakimi mit Glück zu Ansu. Direkt die nächste Gelegenheit. Wir lassen nicht locker. Juve muss auf jeden Fall offensiv mehr tun. Ist gut für uns. Das gibt uns natürlich auch mehr Lücken. So, jetzt darf Sergio rein für Sandro und Bella Kotschap für Militao. Damit hätten wir unser Wechselkontingent erschöpft. Und können die letzten 30 Minuten, denke ich mal, gemütlich uns zurücklehnen und hoffen, dass wir zumindest auch noch einen Sieg holen. Wäre ja auch ganz gut für die 5-Jahres-Wertung und für den Koeffizienten. Jetzt aber mal eine gute Chance. Minute Nummer 70 und es steht weiterhin 1-0, auch verdient. Wir haben die Turine auf jeden Fall im Griff und das 2-0 des Erling Haaland. Wieder ein Treffer vom Norweger, ich glaube Nummer 9 in der Champions League alleine. Ne, Nummer 10 sogar schon, in 8 Partien. National wie international, einfach Weltklasse. Jetzt dürfte es auch locker mit einem Sieg reichen. Klappen. Hakimi mit viel Platz, wird gar nicht angegriffen. Und hat ihm sogar mehr oder weniger Platz gelassen. Und Haaland 3-0. Auf engstem Raum. Schöne Vorarbeit noch von Fatih. Saisontor Nummer 11 in der Champions League. Das gibt auf jeden Fall ein Lob. So, und dann hier im Duell auf den Beinen bleiben, um eventuell auch noch gelbe Karten zu vermeiden. Da so ein Ergebnis natürlich sehr unglücklich, wenn das passieren würde. Wieder Kun Agüero, mehr oder weniger der einzige heute, der einigermaßen gefährlich war. Hat aber auch seine einzigen paar Chancen, die er hatte, nicht reingemacht. 35 Jahre alt. Schnelligkeit 7, Antritt 9, okay. Nicht mehr die Schnelligkeit wie früher. Wie die er ja auch unter anderem bekannt war. Nochmal eine Chance für Leroy. Brogini dürfte der letzte Abschluss heute gewesen sein, also denke ich mal 3-0 im Rückspiel. Ja. So ist es auch. Beide Spiele gewonnen, sehr deutlich am Ende mit 5-0. Und beide Partien dazu zählt auch jeweils 2 verdiente Siege. Und Haaland jetzt auch in der Champions League bei 11 Treffern. Top-Torjäger auch in dem Wettbewerb. Der neue Pokal, da hapert es ein bisschen, aber weil er halt auch nicht häufig gespielt hat. Und wo wir draußen sind, kann er da auch nicht mehr nachlegen. Jetzt also Bayern 04 Leverkusen. Da hoffe ich mal, dass wir direkt nach der Niederlage auf Schalke sofort wieder in die Spur kommen. Vor der Länderspielpause. Also auch da werde ich jetzt nicht unnötig rotieren, halt nur die Spieler, die eventuell ein bisschen Spielpraxis brauchen. Warum wird der Bruno nicht nominieren? Na gut, der ist jetzt nicht der allerstärkste, aber gibt schon schlechtere Spieler.
Und Anso ist mittlerweile auch bei 62% Spielpraxis wieder. Ich werde ihn auch, glaube ich, auch spielen lassen gegen Leverkusen. Und hoffentlich wurde der auch nominiert für Spanien, dann kann er auch da ein paar Minütchen spielen. Oh, sein Mut ist stark gesunken. Nicht gut. So, schauen wir uns mal die Auslosung an, aber machen direkt hier alle Teams ziehen. Bis auf Sporting, alles Mannschaften, die auf einem sehr hohen Niveau sind. Und es wurde Chelsea London, okay? Also diesmal ein Verein aus England und im Halbfinale, wenn wir so weit kommen sollen, entweder Man City oder Liverpool. Okay, das werden also auf jeden Fall mindestens 4 oder maximal 4 englische Spiele, je nachdem, wie weit wir kommen. Wobei im Finale kann ja auch noch ein Verein aus England kommen, wenn ich mich nicht täusche. Also einfach wird es so oder so nicht. Der Alfredo lässt sich wohl ein bisschen hängen. Aber auch wenn er mal so Phasen hat, wo er lange nicht trifft, er macht immer so seine Buden. Also man kann es immer auf ihn verlassen, mehr oder weniger. Dass er niemals eine Chance haben wird. Auf den Stammplatz, das dürfte ihm klar sein. Dafür haben wir ihn aber auch nicht geholt. Bayern für Leverkusen. Wir spielen heute wahrscheinlich wieder um 18.30 Uhr, wann auch sonst. Ja, natürlich. Was ich noch kurz gucken wollte, hier Engin Öztürk. Der entwickelt sich auf jeden Fall, ist aber immer noch erst 15 Jahre alt. Muss man jetzt also nicht unbedingt allzu große Gedanken machen. Und hallo an Echo of Me in den Chat. Muss ich kurz überlegen, wie man den Namen ausspricht. Mein Sinn. Branislav Tejic, nee, nicht unbedingt interessant. So. Dann Amel kriegt ein bisschen Spielpraxis. Dann Sergio. Trotzdem für Bruno. Eduardo für Sandro. Dann der Felix. Kotschatepe. Alfredo. Nein, ich denke mal, ich habe den Namen auch richtig ausgesprochen, oder? Echo of Me. Kannst mir ja gerne Bescheid geben. So. Der Luca. Nein, der heute nicht. Hat leider einen Fehler gemacht beim letzten Mal. Ja, yeah, habe ihn richtig ausgesprochen. So, jetzt wird kurz mal die Werkself besiegt. Dann hätten wir schon 60 Punkte nach 27 Spielen, was auch nicht so schlecht ist. Leverkusen mit einer enttäuschenden Saison. Also mal gucken, wie die heute auflaufen werden, ob die uns einigermaßen Paroli bieten können. Ich glaube es eher weniger. Trotz der vielen Wechsel, aber das kennen wir ja schon, dass wir häufiger mal rotieren. Dafür haben wir ja aber auch einen so unfassbar breiten Kader. In der Spitze. Au. Serge Gnabry, okay. Hat sich hier wohl nicht so ganz bei den Bayern durchgesetzt. Kotschatepe, schön auf Sage, Fatih. Hätte eventuell in die Mitte spielen können zu Erling, aber auch so eine ganz gute Aktion von ihm. Mal hier schön ausbauen vor der Länderspielpause. Da gibt es keine Entschuldigung, wenn die jetzt hier nur 90% geben.
Gomez schießt gute Ecken normalerweise. Diese war gerade nicht so prickelnd. Aber warten, ich kann ja noch werden. Die ersten 20 Minuten sind bislang sehr gut. Wie gewohnt von uns. Wie der Kotscherdeppe. Recht auffällt der immer, wenn er von Anfang an spielt. Hat sich trotz seines jungen Alters sehr schnell eingelebt. Leroy versucht ihn reinzuschlänzen. Das konnte man direkt sehen am Schuss. Vierrad auf Staudigl. Erste Chance. Erste Parade Audero. Und direkt die Zeile dahinter. Bleibt weiterhin beim 0:0. Ich hoffe, dass wir eventuell noch vor der Pause ein Tor erzielen könnten. Können. Wir kriegen ans Ziel. Okay, Leverkusen will breiter spielen, dann werde ich es jetzt auch breiter verteidigen. Zum Glück habe ich es gerade gesehen. Immer schön taktisch gegen agieren. Kotschertepe sehr schön auf Holland und den macht er. Sehr gut. Schöne Vorarbeit vom Türken und wunderschön wie immer. Reingemacht vom Norweger. Damit jetzt auch seine erste Torbeteiligung. Seine erste Torvorlage. Und je nachdem, wie Schalke und Leipzig spielen, könnten wir wieder 10 Punkte Vorsprung haben. Das wäre super. Militao, Lucio Manier, treibt den Ball schön nach vorne. Leroy Felix mit einer Flanke zu. Fast so knapp davor. So, und weiter so, Jungs. Jetzt noch Alfredo für den Erling. Eine Halbzeit kann er rein. Anso, lass es wahrscheinlich durchspielen. Hoffe einfach mal, dass das Endergebnis am Ende auch zu unseren Gunsten sein wird. Das war überraschend. Okay, der kam aus dem Nichts. Ich wollte gerade sagen, Sage allgemein eine sehr gute Überraschung, vielleicht von allen Neuzugängen. In den letzten 1-2 Jahren für mich die größte Überraschung. Wie der sich präsentiert, besser als gedacht. Entwickelt ist auch super. Da kann man nicht meckern. Offensiv wie defensiv sehr stark. Und jetzt endlich auch mal mit einem Treffer. Ich glaube, sein allererster Treffer für uns, wenn ich mich nicht täusche. Kann ich gleich mal nachprüfen. Staudigl mit der Chance, aber aufgepasst. Vom Eder. Denn auch heute wollen wir natürlich sehr gerne wieder zu Null spielen. So, und da ist der Arthur und ja, das allererste Tor für uns. Glückwunsch. Zumindest in einem Pflichtspiel. Ich denke mal hier eventuell in einem Freundschaftsspiel, aber das zählt ja nicht. Ansu hätte er schon ein bisschen gefährlicher abschließen können, aber gut. Wollen wir mal nicht zu streng sein.
mit dem Jungen. Jetzt dürften wir alle mehr oder weniger wieder auf 100% Matchfitness kriegen nach der Länderspielpause. Fati wird hoffentlich auch für Spanien spielen, wie gesagt. Und dann müssen wir Arriaga endlich mal wieder hinkriegen. Auch wenn wir natürlich einen guten Ersatz haben mit Arthur Sagre, brauchen wir natürlich auch ihn. Leroy nochmal mit einer guten Gelegenheit. Und leider will es wahrscheinlich auch heute nicht wirklich klappen mit einem Treffer. Sergio sah mir nach einem Außenrissschuss aus. Technisch einwandfrei, der Junge. Dann sollten wir auch mal nominieren hier für Spanien. Hätten wir hier mit Anso und Sergio zwei spanische Nationalspieler. So, die Partie vorbei. War ein kurzer Sieg, ein kurzes Spiel, kurz und knapp praktisch durchgezogen. Man of the Match wurde Sagre. Zum ersten Mal bestimmt, ne? Nein, einmal im Pokal. Sehr schön. So, das war's dann von heute. Morgen geht's dann weiter mit Folge Nummer 199. Und nochmal kurz der Hinweis. Auch morgen dann um 19 Uhr. Am Mittwoch also Folge Nummer 200 live auf Twitch. twitch.tv/dente oder unten in der Videobeschreibung ist der Direktlink. Bis dann und natürlich danke an Sam. Vielleicht sieht man sich dann auch bei der Überlebensfolge. Macht's gut. Ciao.